geht nichts an, wissen wir nicht. Und deswegen, aber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste teilweise ganz genau, also weil Allah es ihm gesagt hat, wer ein Heuchler ist und wer kein Heuchler ist. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ja noch vor seinem Tod hat er Hudhaifa, radiallahu anhu, hat er ja ihm ja die Namen der Heuchler mitgeteilt. Ja? Sodass die, wie heißt es, dass die Muslime danach wussten, wer ein Heuchler ist und wer ein richtiger Munafiq ist, also überhaupt kein Muslim ist und wer nicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste das auch. Warum hat er sie nicht eliminiert, wie man so schön sagt? Und zwar, weil jedes Mal, wenn man vorhatte, jemanden so umzulegen wie Abdullah ibn Ubay oder ähnliche Heuchler, die es gegeben hat, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt: Nein, tut es bitte nicht. Ich will nicht, dass die Leute sagen, Mohammed tötet seine eigenen Freunde. Ja? Warum? Weil die Leute natürlich, die keine Sahabe sind, keine Muslime sind, die glauben doch gar nicht, dass Mohammed sallallahu alaihi wasallam Offenbarung bekommt von Allah. Sie glauben, es ist ein normaler Mensch, der seine Freunde um sich hat, die ihm folgen. Und wenn er jetzt anfängt, jemanden umzubringen, der eigentlich so aussieht, als wäre ein Freund, dann würden sie sich umsprechen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen eigenen Freund umgebracht hat. Deswegen tretet nicht in den Islam ein, sondern ihr werdet dann umgebracht werden vom Propheten selbst, sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen, dass die Maslaha, der Vorteil für die islamische Da'wa, ist es, die Heuchler am Leben zu lassen. Es ist besser, als wenn wir die Leute, die in den Islam eintreten wollen, davon abschrecken, dass sie in den Islam eintreten. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين وإياكم. أوكي، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، machen wir noch einmal wie jedes Mal, wenn gesagt, das Kapitel, ein Kapitel ist immer eingeteilt. Das, was der Autor uns an Versen und Ayat mitteilen will, und danach sagt er, am Ende macht er so kurz, lässt man das Kapitel nochmal Revue passieren. Das heißt, er nimmt nochmal eine Zusammenfassung des Nutzens, den wir aus dem ganzen Kapitel gezogen haben. Und letztes Mal haben wir einige Verse kennengelernt. Und zwar ging es ja um das Kapitel, das zum Schirk gehört, dass man um Hilfe fleht bei jemand anderes außer Allah. Istighatha. Oder dass man jemand anderes anruft außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und dazu hat der Autor einen Vers gebracht. Und hat letztes Mal, haben wir erwähnt, hat er gesagt: وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. Rufe und rufe außer Allah niemanden an, der dir weder nutzen noch schaden kann. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Und solltest du es trotzdem tun, dann wärst du einer der Ungerechten. Oder dann wärst du sicherlich einer der Ungerechten. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Und wenn Allah dich mit Unheil berührt, ja, dann gibt es niemanden, der dieses Unheil wegnehmen könnte, außer ihm. Außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt: فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ. Oder wir haben den ganzen Vers: إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَ. Diejenigen wahrlich, die ihr anstatt Allahs anruft, können euch keine Versorgung geben. Vermögen euch keine Versorgung zu geben. Kein Rizq. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ. Deswegen sucht nach Rizq bei Allah. Und dann hat er noch einen weiteren Vers erwähnt: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Und wer ist abgeirrter als jemand, der neben Allah jemand anderes anruft, der ihm bis zum jüngsten Tag, bis يوم القيامة, bis zum Tag der Auferstehung, sein Gebet nicht erhören wird. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Und sie sind auch noch unachtsam gegenüber ihrem Dua. Das heißt, sie kriegen das gar nicht einmal mit. Und dann hat der Autor noch einen weiteren Vers erwähnt. Er sagte: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. Und dem Vers hat Allah subhanahu wa ta'ala noch mitgeteilt, dass er derjenige ist, der demjenigen, der sich in einer Notlage befindet, sein Bittgebet erhört und ihm auch aus der schlechten Lage raushilft. All dies, Alhamdulillah, waren Verse. Und nun hat der Autor einen Hadith uns auch letztes Mal haben wir angeschaut, und zwar, dass es zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam einen Heuchler gegeben hat, und dann sind ein paar Sahaba zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und sie haben zu ihm gesagt, oder sie haben untereinander gesagt: Lasst uns beim Propheten sallallahu alaihi wasallam um Hilfe flehen.
Lasst uns also Hilfe suchen beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie haben das Wort Istighatha verwendet, was wir vorhin gesagt haben. Das ist das Wort Hilfe flehen, Istighatha auf Arabisch. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, innahu la yastighathu bi wa innama yastighathu billah. Das heißt, um Hilfe gefleht werde nicht ich, sondern um Hilfe gefleht wird Allah. Und Istighatha. Ja. Und jetzt wollen wir ja den Nutzen erwähnen aus dem Kapitel, noch kurz mal zusammenfassen, was wir gesagt haben. Und zwar, erstens einmal können wir sagen, oder von der Reihenfolge ist unabhängig, und zwar, der Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er zu niemandem Dua machen darf außer Allah. Und wenn er es trotzdem tut, dann gehört er zu den Ungerechten. Verinnerlich eben mit Al-Zalimin, dann gehört es zu Al-Zalimin, zu den Ungerechten. Was wir daraus lernen ist, wenn das für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gilt und er ist der beste Mensch, den es jemals gegeben hat und den es jemals geben wird, dann gilt das erst recht für andere Menschen. Das heißt, wenn sie außer Allah jemand anders anbeten, dann werden sie erst recht auch zu Zalimin gehören und Zalim sein, ungerecht sein. Und hier ist gemeint durch den Schirk, der große Schirk, ja? Weil eine Form von Wulm ist Schirk, zweifellos. Allah subhanahu wa ta'ala jemanden beizugesellen. Okay. Dann haben wir auch gelernt, und zwar, Allah sagte doch, und wenn dich Allah mit Unheil berührt, dann gibt es niemanden, der dieses Unheil wegnehmen kann, außer ihm. Aus diesem Vers lernen wir, dass davon abgesehen, dass wenn man Dua macht zu einem anderen außer Allah, dass das Schirk ist, davon abgesehen, dass das Schirk ist, hat man nicht einmal einen Nutzen davon. Also hat man praktisch zwei Sachen verloren. Die Dunya und die Akhir. Auch plötzlich verloren. Weil das Dua wird gar nicht erhört. Gut, dann haben wir auch kennengelernt, dass derjenige, der jemand anderes Dua macht, jemand anderes außer Allah, und ich mache meine Hände manchmal so, wie man Dua macht, aber das ist nicht so. Ja, also wenn ich einfach so meine Hände so mache und sage, weiß nicht was, rufe zu irgendjemandem, was anscheinend aktuell ist, wie in manchen Ländern, ja, zum Beispiel Sidi Abd al-Qadir, al-Jailani oder irgendetwas. Wenn man so sagt, hilf mir Sidi oder was, wo bist du, Sidi, solche Sachen, das ist eine Katastrophe, das ist eine große Form als Schirk. Und Allah sagt, diese Menschen sind die am weitesten abgeirrt sind vom Islam, natürlich, vom wahren Glauben. طيب. Dann haben wir kennengelernt, dass derjenige, den du anbetest, der Tote zum Beispiel oder der Stein oder was, der kriegt nicht einmal mit, dass du Dua machst. Und darüber werden wir uns noch genauer unterhalten gleich. Dann hat Allah uns gesagt, wenn jemand anderes anbetet außer Allah, Dua macht zu jemand anderes außer Allah, Yawm al-Qiyamah, die werden Feinde sein auch noch zusätzlich. Die werden sich hassen. Der eine den und der andere den. Und beide werden sagen, nee, wir haben gar nicht Dua gemacht, wir haben gar keinen Schirk gemacht zusammen. Ja? Aber wir werden es leugnen. Ja? Das haben wir. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns auch noch, dass sie das leugnen werden, dass am Tag der Auferstehung, dass sie überhaupt sich gegenseitig angebetet haben. Oder der eine die anderen angebetet haben. Dann, das Seltsamste überhaupt, ist folgendes. Dass der Mushrik, der viele Götter anbetet, zum Beispiel Jesus, Maria, Heilige Geist und auch noch Gott, ja, und vielleicht noch andere. Diese Person, wenn sie sich in einer schlimmen Lage befindet, in einer Katastrophe befindet, in einer Notlage befindet, dann wird sie nur zu Allah subhanahu wa ta'ala beten, automatisch. Weil im Herzen ist es so drin, dass man automatisch zu Allah betet, wenn es einem schlecht geht. Wenn eine Notlage ist, man hat Angst, man stirbt zum Beispiel, ja, dann wird man zu Allah subhanahu wa ta'ala beten und niemals zu etwas anderes. Dann sagt der Gelehrte Muhammad al-Uthaymin rahimahullah, er sagte, dass einige Mushrikin heutzutage noch schlimmer sind als die Mushrikin damals, denn manche Mushrikin heutzutage beten auch in den schlimmen Zeiten zu jemand anderes außer Allah, Allah al-Musta'an. Dann hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas beigebracht. Und zwar, wenn man Worte verwendet, muss man aufpassen, was man sagt. Es gibt Worte, die werden nur für Allah verwendet. Istighatha macht man nur für Allah.
Istighatha sprachlich gesehen kann auch bedeuten, um Hilfe bitten. Ich kann dir sagen, bitte hilf mir aufzustehen, bitte hilf mir mein Haus auszuräumen, umzuziehen. Das geht, ja. Aber ich darf nicht das Wort Istighatha verwenden. Weil Istighatha, das ist speziell für Allah subhanahu wa ta'ala. Fertig. Das ist nur von Allah. Nur für Allah. Ja. Gut. Das war's aus diesem Kapitel. Jetzt kommen wir zu einem neuen Kapitel. Das erwähnt der Autor. Er sagt, Babun, Qawlullah ta'ala, أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, das ist der erste Vers aus dem Kapitel, gesellen Sie etwa Allah jemandem bei, der nichts erschafft und selbst erschafft wird, und Sie können ihnen nicht helfen, noch können Sie sich selbst helfen. Das ist der Vers, den wir uns heute anschauen wollen. Natürlich eine kleine sprachliche Feinheit. Und zwar, wir hatten vorher einen Vers angeschaut, der hieß, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Wer, achtet auf die Wortwahl, wer, das Wort wer ist wichtig jetzt, ja, wer ist abgeehrter als jemand, der außer Allah jemand anderes anruft? Wer? Geht also um Menschen. Und wenn du das Wort wer verwendest, dann heißt es, geht um Personen, die einen Verstand haben. Ja. Aber in diesem Vers, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja, weil diese Leute, die haben normalerweise Verstand. Ein Mensch hat einen Verstand. Ja. Der darf nur Allah anbeten, aber er macht was anderes, das ist gegen dem, was sein Verstand ihm eigentlich mitteilt. In diesem Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala aber, أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Gesellen Sie Allah etwa etwas bei, eine Sache. Gesellen Sie Allah Dinge bei, die nichts erschaffen können und doch selbst erschaffen werden. Also, die Mushrikin, sie haben ja nicht nur Menschen angebetet, sondern auch Steine, Holz, Figuren, was nicht was ist, alles hergestellt worden. So. Also das ist die Sache. Und Allah sagte, das ist ja die witzige Sache an der Angelegenheit. Allah sagte, übrigens für uns ist die Sache so vielleicht klar, ja, aber das Schönste ist, wenn du reden kannst und argumentieren kannst. Zum Beispiel du redest mit einem Hindu oder mit irgendeinem Mushrik, ja, und du versuchst mit ihm zu diskutieren. Das Schönste ist, wenn du Allahs Worte verwendest. Ja, du kannst ihm erklären, ja, logisch und weiß nicht was, und das ist schön. Aber die besten Argumente ist, wenn du es aus dem Koran bringst, direkt. Ja, das hört sich am besten an, weil erstens, weil Allah es gesagt hat. Zweitens, was auch sehr wichtig ist, weil es zeigt dem anderen, dass du Wissen hast, dass du es auswendig hast, was du sagst. Ja, nicht aus deinem eigenen Kopf denkst, sondern aus dem Buch denkst, dem du folgst. Allah sagte, أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Das heißt, machen sie etwas Schirk in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Mit Dingen, die nichts erschaffen können, also sie sind selbst unfähig, und sie selbst werden erschaffen, das heißt, sie waren nicht einmal der Grund dafür, dass sie hergestellt wurden, und sie sind nicht einmal imstande, dafür zu sorgen, dass es sie weiterhin auch gibt. Kommt irgendjemand zu diesem Götzen, diese Figur, und macht die kaputt, er ist tot. Das war's, ja. Das heißt, er kann nicht einmal sich selbst helfen. Ja. Und dann sagt Allah, وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا, und sie können ihnen nicht helfen. Das heißt, diese Götzen können nicht denjenigen helfen, die sie anbeten. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ, und sich selbst können sie nicht einmal retten. Es wird erzählt in der Sira, dass zur Zeit, als Mekka erobert wurde, wenn ich mich richtig entsinne, war es so, dass manche Götzen, die sollten ja zerstört werden, das heißt, manche die Kabel und alles zerstört, und da gab es einen Götzen, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, so wird das hier erzählt, ja, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Khalid ibn Walid gesagt hat, du sollst diesen Götzen kaputt machen. Sanam, Götzen, Figur. Sanam, ja. Und dann ging er hin, und dort waren die zwei Wächter, die aufpassen auf diesen Sanam, passen auf, damit dieser Gott nicht kaputt geht. Menschen? Ja, Menschen, die außenrum saßen. Und die waren bewaffnet. Und dann, als sie gesehen haben, dass Khalid ibn Walid kam, der ja bekannt war für seine Stärke im Kampf, im Zweikampf. Er konnte mit zwei Schwertern kämpfen, so wird erzählt. Okay?
Auf jeden Fall, als sie ihn gesehen haben, die zwei Wächter, haben sie Folgendes gemacht. Sie haben